Grand Slam. Einen wunderschönen guten Abend, liebes Publikum, hier in der Werkhalle vom Union Gewerbehof Dortmund und zu Hause an den angeschlossenen Endgeräten im Internet. Ja, wir sind sehr froh, euch heute Abend hier begrüßen zu dürfen, euch hier live und auch im Internet, denn letztes Jahr gab es keine Meisterschaft im Science Slam und jetzt begrüßen wir euch zur deutschen Science Slam Meisterschaft 2021. Wir küren heute den neuen Meister oder die neue Science Slam Meisterin 2021. Die besten fünf haben sich durchgesetzt gegen ganz viele andere Bewerberinnen und Bewerber. Sie sind schon hinter der Bühne. Macht mal einen großen Lärm für die fünf Finalistinnen, die hier auf euch warten. Was mir nicht egal ist, sind die Menschen, die diesen Abend möglich gemacht haben. Ich möchte an dieser Stelle schon mal all unseren Partnerinnen und Partnern danken. Das ist zum einen die Fachhochschule Dortmund, die seit Jahren mit uns zusammenarbeitet und die in diesem Jahr und im nächsten Jahr 50-jähriges Jubiläum feiert, wo wir auch schon Science Slams durchgeführt haben. Dann die Wirtschaftsförderung der Stadt Dortmund, der wir danken. Evonik, Quarks.de danken wir auch, die größte Wissensmarke in Deutschland. Und Quarks ist jetzt auch the backbone of the stream. Und danke natürlich auch an die Stadt Dortmund, wo wir gerade sind. Und Dortmund ist der beste Standort, um diesen Slam zu veranstalten. Dortmund ist eine Wissensstadt. Wir haben nicht nur mehrere Hochschulen und ein Technologiezentrum und eine lebendige Start-up-Szene. Wir sind auch diesen Mittwoch oder letzten Mittwoch an einem Mittwoch in der nahen Vergangenheit ausgezeichnet worden. Wir haben den Preis gewonnen als europäische Innovationshauptstadt Europas iCapital. Wir sind Innovationshauptstadt Dortmund. Ja, ist okay. Ist geil. Wir haben den Masterplan Wissenschaft entwickelt, also es geht Dortmund darum, die Akteure und Akteurinnen untereinander gut zu vernetzen, darum geht es auch beim Science Slam und das ist alles Grund genug, mal rüberzuschalten ins Rathaus für ein kleines Grußwort von unserem Oberbürgermeister Thomas Westphal. Die deutschen Meisterschaften im Science Slam im Finale treffen auf die europäische Innovationshauptstadt. Das an sich ist doch schon Knüller und ihr habt richtig gehört. Dortmund ist die europäische Innovationshauptstadt, ausgezeichnet durch Brüssel vor einigen Tagen. Also, nehmt das als Ansporn, heute hier richtig gute Finals hinzulegen. Alles Gute für euch. Das ist nochmal ein Grußwort. Unser Oberbürgermeister Thomas Westphal, sehr verehrtes Publikum. Und bevor wir jetzt euch erkläre, wer diese Menschen sind, die sich durchgesetzt haben gegen andere Bewerberinnen in einem Online-Voting, erkläre ich ganz kurz, was ein Science Slam ist. Manche sind ja vielleicht gezwungen worden zuzugucken. Ein Science Slam ist ein Wissenschaftswettstreit, bei dem junge Forscherinnen und Forscher mit ihren eigenen Projekten, mit ihren eigenen Erkenntnissen aus ihrer Forschung um die Gunst des Publikums slammen. Wissenschaftler und Wissenschaftler, wissen wir, sitzen ja fernab von sozialen Kontakten in dunklen Kellern und forschen jahrelang an irgendwelchen geilen Themen und dann entdecken sie irgendwann was und dann merken sie, wow, ich habe niemanden, dem ich das erzählen kann. Und deswegen wurde der Science Slam erfunden. Wir wollen eine Brücke bauen zwischen der Wissenschaft und uns Normalos. Wir wollen quasi ofenfrische wissenschaftliche Erkenntnisse, ja, noch ganz warm serviert. Und darum geht es beim Science Slam. Und ihr, das Publikum zu Hause und ihr, die hier seid, ihr dürft entscheiden, was euch da am besten gefällt. Es geht darum, dass ihr unterhalten werdet und trotzdem was lernt. Es ist also eine Veranstaltung, bei der man schlauer wird in deren Verlauf. Also das Gegenteil von Privatfernsehen schauen, sozusagen. Ihr werdet diesen Saal schlauer verlassen, als wo ihr gekommen seid. Ja, ich bin Kulturwissenschaftler. Genau, das ist euer Line-Up des heutigen Abends. Macht nochmal einen Applaus für alle. Ich stelle sie an dieser Stelle einmal kurz vor. Die erste Starterin, und ihr könnt dann immer kurz winken, ist Janine Meuer aus Essen, im Haus Gryffindor, wie man sieht. Sie hat Biologie studiert an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Sie arbeitet jetzt und lebt im Ruhrgebiet und zwar in Essen als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Institut für Anatomie am Uniklinikum. In ihrer Freizeit sammeln sie unter anderem Harry Potter-Devotionalien, wie man sieht, und malt in Acrylfarben. Wow! Unser zweiter Start am heutigen Abend, Thomas Kronschläger, meine Damen und Herren, aus Braunschweig. Er hat Deutsch und Englisch auf Lehramt studiert, aber
in Wien. Das macht es wieder cool. Er arbeitet mittlerweile in der Literaturdidaktik an der TU Braunschweig und zu seinen Hobbys gehören Degenfechten, Kochen und Wein trinken. Also ein ganz klassisches Date. Ja. die nächste Stadt, Kronschläger, so war es. Nochmal Applaus für Thomas Kronschläger an dieser Stelle. Komm bitte ins Licht. Sophie Erhardt ist die dritte Starterin am heutigen Abend aus Leipzig, wo ich auch lebe. Sie hat viel studiert. Sophie hat Biologie, Musik und Geografie auf Lehramt studiert. Dann ist sie nach Bremen gegangen und hat den Master in Geowissenschaften nochmal draufgesetzt. Sie ist mittlerweile PhD-Studentin am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Es fehlt, glaube ich, nur noch die Dissertation. Und sie kann die Verteidigung. Sie hat die Dissertation abgegeben, sie muss sie nur noch verteidigen. Wenn man hier gewinnt, ist man aber sofort, hat man sofort den Doktortitel. Sie kann nicht nur gut denken, sondern ist auch Triathletin und singt im Chor. Applaus für Sophie. Die vierte Starterin ist aus Berlin zu uns gereist, Sabrina Patsch. Sie hat Physik studiert an der Universität Kassel. Auch sie beendet gerade ihre Promotion. Die Verteidigung steht noch aus. Auch wenn du hier gewinnst, bist du sofort Doktor. Sie spielt gern Geige, Gitarre. Sie schreibt einen Blog über Quantenphysik und hat einen Blog, und über das Leben als Doktorandin. Also wenn man mal wissen will, wie das so ist, kann man da gerne mal reinschauen. Und zu guter Letzt begrüßen wir am heutigen Abend hier in der goldenen Mitte, kann man so sagen, Judith Alcock-Zeilinger aus Tübingen. Sie hat an der Universität in Kapstadt studiert, und zwar Musik. Dann kam aber relativ schnell der Wechsel zu Mathematik, angewandter Mathematik und PhD in theoretischer Physik. Mathe ist ja auch wie Musik, nur mit Noten eigentlich. Kleiner Shift also. Sie macht gerade den Postdoc an der Uni Tübingen. Auch sie ist sportlich, singt in ihrer Freizeit. Am Ende singen wir vielleicht alle ein Lied. Ein Applaus für unser Highlight. Das sind die KombatantInnen. So, ihr könnt euch gleich zurückziehen. Während wir das tun, müssen wir eine Reihenfolge herauslosen. Und weil das die deutsche Meisterschaft im Science Slam ist, muss das notariell beglaubigt passieren. Wir haben einen Fachmann hier in Dortmund, wenn es um randomisierte Nummernziehung geht. Und das ist unser Bingo-Show-Host Dr. Jürgen Sugar. Und Dr. Jürgen Sugar ist jetzt im Backstage und das schalten wir hin. Ich hoffe, Jürgen kann mich hören. Zieh uns mal bitte eine Reihenfolge. Danke, Rainer. Auch von meiner Seite herzlich willkommen hier zur Finalauslosung der Deutschen Science Slam Meisterschaften 2021. 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich beworben. 5 sind qualifiziert für die Finalrunde. Mein Name ist Jürgen Sugar. Ich bin amtierender deutscher Meister im Kugelziehen und professionelle Glücksfee. Mehr als 100.000 Ziehungen habe ich in den vergangenen Jahren durchgeführt und bin damit ausreichend qualifiziert, dieses hohe Amt hier zu bekleiden. Wir haben hier vor uns eine handelsübliche Bingo-Maschine, die normalerweise mit 75 Spielkugeln gefüllt ist, heute nur mit 5. Und damit werden wir jetzt die Reihenfolge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zustande bringen. Gut gemischt, wird gezogen. Und die erste Zahl, die uns die Bingo-Maschine ausgibt, ist die 1. Die 1 ist hiermit als erstes gezogen worden. Und mit der 1 haben wir Sophie Erhardt aus Leipzig bestimmt, die jetzt an Startposition 1 des heutigen Abends kommt. Sophie Erhardt aus Leipzig. Weiter geht es mit der Ziehung. Die Position, die Startposition 2 wird jetzt bestimmt. Einmal gemischt. Kugel entnommen. Und gezogen wurde die 5 an Startposition 2 mit der 5. Ist Sabrina Patsch aus Berlin. Sabrina wird an Position 2 des heutigen Abends starten. Und Heidewitzka, jetzt klebt das alles gar nicht. Aber das kriegen wir schon hin. Ich stehe mal einmal auf und muss einmal hier mit dem nötigen Anpressdruck die Tafeln hier auf die tragende Fläche aufbringen. So, weiter geht es hier mit der Ziehung. Und zwar haben wir jetzt die Position 3 zu vergeben.
Und da wird auch schon die erste Kugel ausgegeben. Und die Kugel, die jetzt vorliegt, ist die 3. Also an Startposition 3 mit der Nummer 3 ist Thomas Kornschläger aus Braunschweig. Kronschläger, ja sag mal, bin ich denn verrückt? Thomas Kronschläger aus Braunschweig wird hier die Startposition 3 beziehen. Und weiter geht es hier mit der Auslosung. Nächste Kugel ist schon hier im Auswurf gewesen. Nächste Kugel liegt vor. Und zwar ist es die 4. 4 an Position 4 mit der Startnummer 4 ist Janine Meuer aus Essen, die wir jetzt ebenfalls hier an das Präsentationstableau pressen werden, damit sich das hier auch wirklich gut befestigt. Zur Kontrolle, letzte Kugel hier in unserer Bingo-Trommel wird jetzt hoffentlich auch eingefangen. Die Bingo-Maschine ist für eine Vielzahl an Kugeln ausgelegt, nicht für so wenige. Und zwar haben wir jetzt die 2. Das ist auch völlig korrekt. Das ist nämlich die fehlende Zahl, die wir hier noch zu vergeben hatten. Und zwar auf der 2 Judith Alcock-Zeilinger aus Tübingen wird die letzte Startposition, die Startposition 5, bekleiden. Damit steht die Reihenfolge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen Science Slam fest. Und ich gebe zurück ins Studio. Ich gebe zurück zu Rainer. Vielen Dank, Jürgen Sugar. Ein kleiner Applaus für unseren Bingo-Weltmeister im Backstage. Ja? Es mangelt uns in Dortmund auf jeden Fall nicht an Talenten. Jetzt wissen wir, wer auftreten wird. Wir wissen, in welcher Reihenfolge aufgetreten wird. Ich kann kurz was zur Abstimmung sagen. Ihr alle, die hier seid und auch alle zu Hause im Stream, können am Ende mitentscheiden. Wir hören uns natürlich zuerst alle 5 Vortragenden an. Und am Ende, also ihr könnt euch dann nach jedem Vortrag eine mentale Notiz machen. Ich lade euch auch dazu ein, vielleicht eine Note zu vergeben zwischen 1 und 10. Wenn ihr es ein bisschen interessanter machen wollt, gerne auch mit Kommazahlen, die könnt ihr euch auch aufschreiben und dann immer mit der Erstgehörten vergleichen, um zu überlegen, war jetzt der zum Beispiel letzte Vortrag wirklich besser als der zuerst gehörte, weil am Ende des Abends hat man dann schon auch die dritte Weinschorle intus und dann gefallen einem die Sachen vielleicht besser, wenn man denkt, man versteht mehr. Aber wir hören uns alle 5 an und am Ende könnt ihr eure mentalen Notizen nochmal anschauen und per Mentimeter, also mit euren Smartphones oder Computern von zu Hause abstimmen, aber dazu später mehr. Bevor wir jetzt wirklich loslegen mit der ersten Starterin, und das ist dann natürlich Sophie aus Leipzig, müssen wir erstmal klären, nach welchen Regeln hier heute gespielt wird. Es gibt ja Regeln, an die die Slammenden sich halten müssen. Und auch da haben wir einen Experten eingeladen, der sich wirklich damit auskennt. Wir schalten nämlich jetzt gleich mal rüber nach Bad Wermelshausen. Da ist die Bundeszentrale für amtliche Angelegenheiten. Und da hören wir uns mal an, was für heute die Regeln sind, um hier Meister oder Meisterin zu werden. Wir gehen mal zu Dr. René Regelwerk nach Bad Wermelshausen. Sehr verehrtes Publikum, mein Name ist Dr. René Regelwerk und ich melde mich hier aus der Bundeszentrale für amtliche Angelegenheiten, Abteilung Science Slam. Wissenschaft, wie wir alle wissen, ist eine komplizierte und manchmal auch recht trockene Angelegenheit. Aber nicht bei uns. Nein, wir holen junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler raus aus den Universitäten und bringen sie rauf auf die große Bühne des Science Slams. Und dort ist alles erlaubt, was Spaß macht und dem Inhalt des Vortrages dienlich ist. Naja, also fast alles. Die erste und wichtigste Regel des Science Slam lautet 100% eigene Forschung. Dies, liebes Publikum, bedeutet, dass alles, was Sie hier heute Abend auf der Bühne sehen werden, dass alle Inhalte von den Forschenden selber oder mit ihren Teams gemeinsam erarbeitet wurden. Es bringt also nichts, sich alle Folgen Quarks und Co. anzuschauen und dann hier ein kleines Best-of wiederzugeben. Die zweite Regel bezieht sich auf das Zeitlimit.
Die Auftretenden haben heute Abend ein Zeitlimit von insgesamt 8 Minuten, ehe ein Warnsignal ertönt. Sollte ein Auftretender nach diesem Signal nicht selbstständig seinen Vortrag beenden, übernimmt die Moderation den geregelten Abbruch. Die dritte Regel besagt, dass es allen Slammenden erlaubt ist, Hilfsmittel zu verwenden. Erlaubt sind neben PowerPoint-Präsentationen auch Verkleidungen, Requisiten, Musikstücke, Süßigkeiten, schwarze Magie, also kurz gesagt alles, was nicht gegen die Brandschutzordnung verstößt. Das, liebes Publikum, waren die Regeln für den heutigen Abend. Uns von der Bundeszentrale für amtliche Angelegenheiten, Abteilung Science Slam, bleiben nur noch 2 Dinge zu sagen. Erstens, respect the scientists. Und zweitens, viel Spaß beim Slam. Ja, vielen Dank, Dr. René Regelwerk. erinnert mich irgendwie an jemanden, dieser Doktor. So. Alles klar, damit sind die Regeln geklärt. Für euch natürlich auch Respect the Scientist bedeutet, schaltet eure Handys in den Flugmodus, aber das wisst ihr natürlich, ihr seid hier bestens vorbereitet. Ihr zu Hause seid auch ready. Die erste Starterin hat sich auch schon ready gemacht. Ihr seht, die ersten Requisiten stehen ja auch schon bereit. Aber wie wir alle wissen, die erste Starterin beim Slam hat es manchmal ein bisschen schwieriger. Viele von euch haben vielleicht noch nie einen Vortrag gesehen. Das Publikum ist noch nicht so richtig ganz vorbereitet, wobei ich sagen muss, das Publikum hier ist sehr vorbereitet. Aber trotzdem haben wir jetzt noch ein paar motivierende eine letzte motivierende Ansprache, und zwar die der letzten Science Slam Meisterin, die da gekürt wurde im Herbst 2019 in einer heißen Slam Schlacht im Werk 2 in Leipzig. Maxi Frei, ein kleines Grußwort von der noch amtierenden Meisterin für noch circa eine Stunde. Hallo liebe Slammies, ich bin Maxi und die noch amtierende deutsche Science Slam Meisterin. Ich freue mich wahnsinnig darüber, dass wir 2021 endlich wieder eine deutsche Science Slam Meisterschaft austragen. Vielen lieben Dank an euch, dass ihr mit so viel Enthusiasmus auf die Bühne steigt, um eure Forschung zu präsentieren. Liebe Grüße von mir aus Freiburg und viel Spaß mit der Veranstaltung. Danke, Maxi Frei. Maxi Frei, übrigens die erste weibliche Science Slam Meisterin, die es gab in diesem Wettbewerb. Heute haben wir 4 weibliche StarterInnen, auch das erste Mal die Frauen in der Mehrzahl. Das stößt auf Desinteresse hin. Nee, das ist ein guter Schritt. Und es ist auch wirklich schön, da wo die letzte Meisterin gekürt wurde, dort kommt auch die erste Starterin her, die wir gleich mit einem großartigen 10-Punkte-Applaus hier begrüßen. Da könnt ihr mal wirklich alles rausholen, was ihr noch so habt an Enthusiasmus in euren Schläuchen. Ich habe schon gesagt, sie kommt aus Leipzig, sie ist Geowissenschaftlerin, spricht in ihrem Vortrag über das Problem von schlechter Wasserqualität. Macht einen Riesenapplaus für die erste Starterin im Finale der Deutschen Science-Meisterschaft, Sophie Erhard! Hallo, liebe Dortmunder, hier in den Werkhallen und alle Leute inzwischen in den Streams. Woo, es hat doch noch geklappt. Ich möchte mit euch jetzt auf die Suche nach einem Scheiß vor unserer Zeit gehen. Und wegen dieser Serie habe ich meinen Absprung aus der Dino-Phase nie geschafft und bin jetzt Geowissenschaftlerin. Überlegt ihr euch doch mal bitte, was ihr zu Schulzeiten werden wolltet. Einmal reinrufen hier, 3, 2, 1. Yay, da waren viele coole Sachen dabei. Die Top 3 von Grundschulkindern ist Popstar, Fußballprofi oder Tierarzt oder Tierärztin. Neulich beim Slam in Berlin kam eine lustige Antwort, da wollte jemand Müllmann werden, weil er aus seinem Kinderzimmerfenster gesehen hat, dass die nur dienstags arbeiten. Aber jetzt Schluss mit der Freiwilligkeit und diesem ganzen lustigen Kram. Ihr steigt jetzt bitte in die Gummistiefel und seid für die nächsten 8 Minuten LandwirtInnen. Wie läuft dann eure Arbeit ab? Ihr sät, ihr gebt zusätzliche Nährstoffe wie Stickstoff in Form von mineralischem und organischem Dünger dazu. Der wird dann im Boden zu Nitrat und das hilft euren Pflänzchen, kräftig zu werden. Was habt ihr hier angebaut? Ja, genau, Hopfen. Und wer Hopfen sät, wird Bier ernten. Und das ist auch gut so, denn das schmeckt nicht nur, nee, damit verdient ihr jetzt euer Geld. Also seid ihr einfach schlau und ihr dünkt mehr, habt mehr Ertrag, mehr Bier. Oder ihr dünkt noch mehr, habt noch mehr Ertrag und noch mehr Bier. Ich sehe schon motiviertes Nicken im Publikum. Ihr seht, viel Bier braucht schon mal, viel. Aber auch noch andere Zutaten.
Und deswegen helfen euch eure Kollegen, der wilde Weizenwilli und der gegelte Gerstengerd. Aber die düngen natürlich auch. Und da kommt deutschlandweit ganz schön was zusammen. Wie viel denn so pro Jahr? 208 Milliarden Liter. Das ist jetzt eine große Zahl, die kann man schwer fassen. Also rechnen wir das mal um. Wir nehmen jetzt eine Beispielfläche, die ist 104.800.000 Quadratmeter groß. BVB-Fans könnten das kennen und auch den Umriss. Was ist das? Gelsenkirchen. Da packen wir jetzt unseren jährlichen Flüssigdünger drauf, zack, fertig, und wir hätten ganz Gelsenkirchen 1,98 Meter mit Flüssigdünger bedeckt. Und davon allein über 1 Meter mit Rindergülle. Wer es nicht glaubt, hier steht's. Oha, das ist ja ziemlich viel. Und schon einer der berühmtesten Ärzte, Dr. Paracelsus, hat gesagt, die Dosis macht das Gift. Denn der Gerd, Willi und du, ihr habt viel mehr gedüngt, als die Pflanze überhaupt aufnehmen kann. Aber pff, wen kümmert das denn jetzt? Uns alle. Denn kontaminiertes Wasser aufzubereiten ist teuer. Und es kümmert das Ökosystem. Denn unser Dünger sorgt auch in Flüssen und Seen für massives Pflanzenwachstum, Sauerstoffzehrung und Massensterben. Ich muss jetzt aber zugeben, ihr als Landwirtinnen seid jetzt nicht die einzige Nitratquelle. Auch Abwasser trägt dazu bei. Egal welcher Verursacher, unsere Ressource Wasser muss geschützt werden. Und darauf hat sich schon die EU 1991 im Jahr der fetzigen Haremshosen geeinigt und hat die Nitratrichtlinie verabschiedet. Heißt für unsere Oberflächen und Grundwässer, vielen Dank, Dr. Schwarzenegger. 30 Jahre später, wie sieht es jetzt aus? Der aktuelle Bericht sagt, dass immer noch fast 30% unserer Grundwasserkörper diese Richtlinie verletzen. Ihr seht, viel zu viele rote Dreiecke. Und dass bei 1/4 der Messstellen die Konzentrationen sogar weiter steigen. Da kümmern sich jetzt also seit mindestens 30 Jahren so viele Wasserexperten um dieses Thema mit wenig Erfolg. Da könntet ihr jetzt also denken, dass sie halt ihren Job nicht können. Also ich glaube denen, dass sie diese Ziele erreichen wollen, aber halt scheitern. Ich muss zugeben, wir wirken etwas lost, aber das Ganze ist natürlich auch sehr komplex. Ein großes Problem sind Verweilzeiten. Wir stellen uns jetzt einfach mal ein Einzugsgebiet vor, also das Gebiet, aus dem ein Gewässersystem seinen Abfluss bekommt. Da haben wir jetzt Landwirtschaft, wir haben eine Stadt wie Dortmund und halt überschüssiges Nitrat. Das kann dann über den Oberflächenabfluss direkt in den Fluss gewaschen werden. Oder aber es versickert und gelangt über Boden- und Grundwasserleiter in den Fluss. Unterirdisch sind die Zeitversätze aber je nach Material, ob das tonig, kiesig, sandig ist, sehr schwer bestimmbar. Das Ganze könnte jetzt Tage dauern, aber auch Jahrzehnte. Dann könnte es doch also sein, dass unser heutiges Problem Nitrat im Fluss gar nicht unsere Schuld ist. Ist das also Scheiß von vor unserer Zeit? Genau das versuchen wir nämlich herauszufinden. Und dazu stellen wir 2 wichtige Fragen. Wir schauen, wie alt ist das Nitrat? Wie viel Zeit liegt also zwischen Eintrag und Export? Ach, dem Export. Und die Zeit dazwischen ist dann also diese Verweilzeit im Einzugsgebiet. Und wir schauen, wie viel denn exportiert wird. Ist das alles oder vielleicht nur ein Bruchteil, sodass wir noch einen Teil davon im Einzugsgebiet haben? Und wir haben das jetzt in Leipzig deutschlandweit quantifiziert. Und das ist super cool und besonders, weil das vorher noch niemand gemacht hat, so große Langzeitdaten zum Stickstofftransport zusammenzusammeln. Wir hatten strenge Bedingungen, wir brauchten Wasserqualität und Wasserquantität und das mindestens 20 Jahre gut gemessen. Was haben wir dann mit all diesen Daten gemacht? So, zack, fertig ist unsere Verweilzeitenstudie. Was kam dabei raus? Es gibt Einzugsgebiete, wo der Peak im Fluss erst nach 26 Jahren erscheint. Das heißt, das, was wir 2021 gemessen haben, kam hauptsächlich 1995 in den Fluss. Damals haben Fanta 4 schon über unsere Gülle gesagt. Sie ist weg, weg. Sie haben uns aber nicht verraten, dass das Ganze 2021 wieder auftauchen wird. Im Mittel dauert das Ganze aber nur 5 Jahre. Und das ist eine wichtige Information, um dann zu wissen, wann in Ökosystem und Wasserwirtschaft die schlimmste Belastung erfahren werden. Wir denken aber auch, dass das Ganze nicht linear wandert, sondern mit einer Log-Normal-Verteilung. Das heißt, dass der Peak nicht das einzig Schlimme und Wichtige ist, was uns interessiert, sondern auch die ganze lange Zeit danach, ehe all unser Stickstoff das System verlassen hat. Und da das so lange dauert, bezeichnen wir das als hydrologisches Erbe. Heißt, was wir jetzt im Fluss messen, ist also auch der Scheiß von vor unserer Zeit, zum Beispiel aus den 80ern und 90ern der Dünge-Primetime. Kurz zum zweiten Teil der Studie. Im Mittel werden 26% im Einzugsgebiet exportiert und 74% zurückgehalten.
Wo steckt jetzt das Ganze? Zusätzlich zu dem, was ihr jetzt schon kennt, also zum hydrologischen Erbe, haben wir noch ein biogeochemisches Erbe im Boden. Wir haben also ein riesiges verzögertes Nitratdepot im Boden und im Grundwasser, was es auch für die nächsten Jahre sehr schwierig machen wird, dass wir die Nitratrichtlinie erfüllen und halt unsere Wasserqualität verbessern. Immerhin, wenn ihr bis jetzt dachtet, nichts von euren Eltern zu erben, ihr seht, ihr geht auf jeden Fall nicht leer aus. Was müssen wir jetzt sagen? Liebe Landwirtinnen, bedenkt die Dosis. Liebe PolitikerInnen, bedenkt die Verweilzeiten. Und wir können alle super hippe InfluencerInnen werden, indem wir auf die vollständige Verwertung unserer Lebensmittel achten. Das nimmt nämlich der Landwirtschaft den Druck, immer mehr und mehr produzieren zu müssen. Biolandwirtschaft zeigt, dass man mit bedarfsgerechter Düngung genug Ertrag erzielen kann, ohne Kontamination unserer Flüsse und Seen. Die Zeit vor meiner Zeit ist jetzt leider nicht mehr gut zu machen. Aber jetzt ist die Zeit vor der unserer Kinder. Helfen wir also mit, dass die ein weniger düngemittelverseuchtes Ökosystem von uns vererbt bekommen. Und jetzt alle aufpassen, der krasseste Special-Effekt zum Schluss. Liebe Landwirtinnen, wenn dann all unsere Oberflächen und Grundwässer wieder sauber sind und die Nitratrichtlinie erfüllen, dann können wir uns gerne mal auf ein schönes Feierabendbierchen treffen. Das war für euch die erste Starterin aus Leipzig, Sophie Erhardt. So, wir müssen es jetzt nochmal diesen Effekt zeigen. Ich muss es extra dunkel machen und dann sieht man schön so from heart to shit, from shit to heart. So kannst du auch abends weggehen und immer so je nach Laune das dann so wahrscheinlich einstellen. So stehe ich auch im Labor immer, je nachdem wie die Stimmung ist. Dann wissen die Leute von hinten schon, ob sie dich ansprechen dürfen oder nicht. So, ich komme mal hier zu dir. Trinken dürfen wir das jetzt wahrscheinlich nicht, ne? Dann trinkst du es nur einmal. Man trinkt es nur einmal, okay. Das ist bei Dortmunder Bier in der Regel auch so. Wutbürger hier auf die Barrikaden. Du hast im Vorgespräch gesagt, bei dir ging es jetzt auch ums Wasser und es zieht es dich auch ein bisschen ins Wasser, wäre meine Frage, weil eines deiner wissenschaftlichen Vorbilder ist ja die relativ bekannte Meeresbiologin Antje Boetius, das ist glaube ich der richtige Ausspruch, Meeresbiologin, also zieht sich auch so ein bisschen unters Wasser oder schätzt du sie auch vor allem dafür, weil sie eine gute Geschichtenerzählerin ist in Sachen Wissenschaft? Na, in Bremen habe ich gelernt, dass der Mond besser erforscht ist als unsere Tiefsee und Antje Boetius hat super coole Storys zu erzählen von ihren Abenteuerreisen mit den Forschungsschiffen und seitdem ich auch oft mit Forschungsschiffen in der Bremenzeit unterwegs war, bin ich auch sehr Tiefsee- und wasserinfiziert. Okay, dann hoffen wir, dass du auch bald wieder in See stechen darfst. Wir sind erstmal froh, dass du hier gewesen bist. Wir machen nochmal einen großen Applaus für die erste Starterin, Sophie Erhardt, meine Damen und Herren. Genau, Sophie, nimm mal bitte noch, vielleicht, du weißt, wie man das entsorgt, während hier unser Roadie das Gerät entfernt. Ich gebe unserem Operator wieder den Presenter und damit machen wir uns bereit für die zweite Starterin. Hier ist ein bisschen Konfetti, dass schön Partystimmung herrscht. Ihr zu Hause könnt euch jetzt, wie gesagt, eine mentale Notiz machen, wie ihr den Beitrag von Sophie fandet. Vergebt gerne eine Kommawertung zwischen 1 und 10. Schreibt euch das ruhig auf. Es ist die deutsche Meisterschaft. Das kann man ruhig ernst nehmen. Auch ihr hier im Saal. Und bevor ihr die nächste Wertung für die nächste Person vergebt, ihr habt ja noch gar keinen Bezugsrahmen, könnt ihr euch überlegen, war das dann besser als das von Sophie gehörte, so am Anfang, damit ihr immer mit dem erstgehörten Beitrag vergleicht. So können wir die maximale Fairness versuchen zu gewährleisten. Aber wir wissen, Slam ist nicht immer fair. Heute versuchen wir ganz nah ranzukommen. Wir kommen jetzt aber zur zweiten Starterin am heutigen Abend. Sabrina Patsch, ich habe es eben schon gesagt, sie ist aus Berlin heute angereist. Sie ist Quantenphysikerin und macht sich Gedanken darüber, wie wir Atome dazu bringen, das zu tun, was wir von ihr wollen. Macht einen großen Applaus für die zweite Finalistin am heutigen Abend, für Sabrina Patsch, meine Damen und Herren. Das soll nicht von deiner Zeit abgehen. Vielen, vielen Dank. Und nochmal Applaus für Sabrina Patsch, meine Damen und Herren. In Ordnung muss ja sein, ne? Hi, ich bin Sabrina und ich bin ein Control Freak.
Da kennt sich jemand aus mit Gruppentherapie, ja, sehr schön. Ja, ich muss sagen, mich persönlich stört das gar nicht so sehr, aber ich habe rausgefunden mit der Zeit, man macht sich damit nicht so super beliebt. Zum Beispiel, als ich 15 Jahre alt war, habe ich E-Gitarre in einer Rockband gespielt. Und ich war damals nicht nur die Leadgitarristin, sondern ich war auch Bandleader. Und das ist einfach der perfekte Job für mich, denn ich habe einfach schon immer geliebt, anderen zu sagen, was sie zu tun haben. Ich habe das geliebt, die anderen aber nicht, die haben mich nämlich wieder aus der Band geschmissen. Und deswegen bin ich jetzt heute hier, um mit euch über meine Kontrollsucht zu sprechen. Ich muss aber ganz ehrlich sein, es gab vor ein paar Jahren so einen Wechsel in meinem Leben, als ich nämlich meine Kontrollsucht nicht länger unterdrücken musste, sondern wo ich sie sogar zum Beruf machen konnte. Und zwar in der Physik. Und zwar habe ich herausgefunden, dass dieses romantische Bild vom Physiker, der unterm Sternenhimmel sitzt und über den Ursprung des Universums nachdenkt, ziemlich veraltet ist. Und was der Realität eigentlich näher kommt, ist dieses Bild vom kontrollsüchtigen Physiker, der versucht, die Welt zu unterwerfen. Und wenn das so sagt, dann wundert es mich gar nicht so sehr, dass so viele Physiker später Superschurken werden. Es gibt übrigens verschiedene Bereiche, wo die Kontrolle eine unterschiedlich starke Rolle spielt. Und eine, wo das besonders stark so ist, ist die Quantentechnologie. Und Quantentechnologie klingt für viele immer sehr nach Science Fiction, aber tatsächlich ist das gar nicht so. Denn dieser Stream wird, naja, mehr oder weniger ermöglicht durch Quantentechnologie. Und zwar sowas wie Laptops, Smartphones basieren auf der Quantenphysik oder auch andere Technologien wie GPS, Laser, MRT, all das. Und das alles ist schon im 20. Jahrhundert entstanden, als damals Physiker dieses neue Wissen über die Natur genutzt haben, um daraus neue Technologien zu bauen. Und das kann man sich so vorstellen, dass sie so die Atome genutzt haben und quasi wie so Legosteine aufeinander gebaut haben. Soweit, so gut. Aber ihr werdet schon gedacht haben, na gut, Quantentechnologie, da habe ich jetzt was anderes erwartet. Und zwar, heute befinden wir uns in der zweiten Quantenrevolution. Und wenn wir uns jetzt die erste Quantenrevolution als so einen frisch gefüllten Obstkorb vorstellen, den wir jetzt benutzen können, ist die zweite Quantenrevolution eher so. Nämlich, wir versuchen die Welt zu formen und unnatürliche Formen zu bringen, die sie sonst nicht annehmen würde. Und das bekannteste Beispiel dafür ist tatsächlich auch der Quantencomputer. Und es gibt noch so andere Bereiche, über die eigentlich nie irgendjemand spricht. Aber sie alle basieren eigentlich auf dem gleichen Prinzip, nämlich darauf, dass wir versuchen, nicht Atome einfach nur zu verstehen, sondern sie wirklich wie so Knete neu zu formen, um daraus neue Technologien zu bauen. Wie macht man das jetzt aber? Da gibt es eine Königsdisziplin der Kontrolle, nämlich die sogenannte OCT, das steht für Optimal Control Theory oder auf Deutsch die Theorie optimaler Kontrolle. Das ist übrigens nicht zu verwechseln mit OCD, das hat auch was mit Kontrollverhalten zu tun, aber wir versuchen nicht Menschen zu kontrollieren, sondern Atome. Und OCT ist eigentlich auch ganz easy peasy, ich erkläre das mal ganz kurz. Und zwar, wir benutzen ein Funktional, um die Quantendynamik zu quantifizieren, und dann monoton konvergente Optimierungsalgorithmen, um das Update unserer Pulse zu berechnen, und dann müssen wir noch die Zustände rückwärts in der Zeit propagieren mit Hilfe der zeitabhängigen Schrödinger-Gleichung. Soweit, so gut. Oder wir schießen mit dem Laser drauf. Der ganze Trick bei der Sache ist aber, der Laser muss nicht irgendwie aussehen, der Laser muss ganz speziell und komisch geformt sein, und wir versuchen jetzt rauszufinden, wie dieser Laserpuls aussehen soll, damit Atome nach unserer Pfeife tanzen. Und was genau heißt das jetzt eigentlich nach unserer, also was wollen wir jetzt eigentlich mit den Atomen machen? Stellen wir uns also jetzt erstmal ein Atom vor, und zwar ein Atom im Grundzustand. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus, als ihr das vielleicht kennt. Da sind jetzt nicht mehr die Elektronen wie so Planeten auf Bahnen, sondern man hat so eine Wolke, so eine Elektronenwolke, und die Elektronen sind da jetzt irgendwo drin. Aber so ein Atom im Grundzustand ist erstmal relativ langweilig und kann nicht so viel. Was wir jetzt wollen, ist ein Atom im angeregten Zustand, genauer gesagt im F-Zustand oder wie ich ihn gerne nenne, der Fiesta-Zustand. Und wie bringen wir es jetzt dazu, dass das Atom tanzt? Das funktioniert eigentlich genauso wie bei Menschen, wir spielen denen nämlich die richtige Musik vor. Und das klappt auch soweit ganz gut und ist eigentlich auch ganz einfach, wir wissen, wie das geht. Das Problem mit diesem Fiesta-Atom ist jetzt aber, das kennt ihr vielleicht von Partys, wenn jemand so ganz wild am Tanzen ist und dann irgendwie mal ein Bier zu viel hat, fällt er zurück in seinen Grundzustand. Und das wollen wir nicht. Wir wollen was sehr viel Stabileres, irgendwas, was auch robust dabei bleibt zu tanzen. Und was wäre denn stabiler als so eine Ballerina? Das Problem bei der Sache ist jetzt aber, wir wissen nicht so genau, wie wir jetzt diesen Ballerina-Zustand herstellen. Und das war eine Aufgabe in meiner Promotion. Und der erste Schritt, den ich dafür angegangen habe, ist tatsächlich eine Methode, die ist sehr, sehr verbreitet in der Physik. Es gibt nur niemand zu. Ich habe nämlich geraten. Ich habe mir jetzt überlegt, was könnte denn funktionieren? Und dann habe ich mir überlegt, na, vielleicht diese Melodie. Und wenn wir uns jetzt angucken, was jetzt passiert ist, na, nicht so richtig. Also nicht so super viel. Und jetzt kommt die optimale Kontrolle ins Spiel. Was wir nämlich jetzt machen, oder was ich jetzt gemacht habe, ist, wir variieren diese Melodie so ein kleines bisschen und gucken mal, was passiert. Das ist schon ein bisschen besser geworden, ist ein bisschen kleiner geworden, aber es reicht noch nicht, also machen wir das nochmal. Wieder ein bisschen besser, wir sehen, das Atom hat jetzt schon so ein Tütü.
Aber auch ihr ahnt, dass das reicht nicht. Wir machen das jetzt so, naja, 100 oder 200 Mal. Und dann, was am Ende rauskommt, sieht dann ungefähr so aus. Wunderhübsch. Ich weiß nicht, also ich habe es noch nicht gesagt, glaube ich. Ich bin übrigens theoretische Physikerin und aus meiner Sicht ist das Problem damit gelöst. Ihr ahnt es schon, es gibt noch so ein Problem, und zwar eins, dem wir Theoretiker uns öfter mal stellen müssen, und das ist die Realität. Und in meinem Fall ist die aufgetreten in Form von Experimentalphysikern. Denn als ich diese Musik komponiert hatte und so ganz stolz meine Musik zu denen gegeben habe und sagte, hier, spielt das doch mal, das kann alle unsere Probleme lösen, haben die so gesagt, nö, das können sie nicht spielen. Und sie haben es dann auch mal versucht und das klang dann so. Ja, Überraschung, das hat nicht funktioniert. Das heißt, ich musste nochmal von vorne anfangen. Diesmal hatte ich aber eine geniale Idee. Ich habe nämlich was sehr, sehr Unorthodoxes gemacht. Ich habe mit den Experimentalphysikern geredet. Ich habe sie gefragt, wie schnell könnt ihr spielen, wie hoch könnt ihr spielen, was sind denn überhaupt Tonarten? Und dann habe ich dieses ganze Wissen genutzt, habe mich nochmal hingesetzt und nochmal neu komponiert. Und was dabei rauskam, sah nicht nur schöner aus, sondern sie konnten es auch tatsächlich spielen. Und wenn ihr euch jetzt noch fragt, okay, also Musik und Geigen, das habe ich jetzt verstanden, aber was hat das jetzt mit Physik zu tun? Das war es doch jetzt noch nicht, oder? Tatsächlich ist es sehr, sehr einfach. Es ist nämlich so, statt Musik haben wir den Atomen am Ende Radiofrequenzpulse vorgespielt. Das sind so elektrische Felder, die mit der Zeit so hin und her schwingen. Und die Experimentatoren, die haben auch keine Geigen gespielt, sondern die hatten so Elektroden mit so ganz komplizierten Schaltplänen, die ich tatsächlich auch nicht verstehe. Und was ich gemacht habe, ist natürlich auch keine Musik zu schreiben, sondern ich habe am Computer gesessen und so Code geschrieben und konnte dann die Spannungen berechnen, die die Experimentatoren an ihren Elektroden anlegen mussten, um den optimalen Puls zu finden, der es tatsächlich dann am Ende schafft, Atome Pirouetten drehen zu lassen. Und so schaffen wir es, der Quantentechnologie einen kleinen Schritt näher zu kommen. Ein Problem bleibt allerdings noch. Meine Kontrollsucht habe ich jetzt tatsächlich nicht so wirklich gelöst, sondern ganz im Gegenteil, ich habe eigentlich sogar noch Öl ins Feuer geschüttet, denn ich schaffe es jetzt, mit einem Knopfdruck die kleinsten Bausteine unserer Welt nach meiner Pfeife tanzen zu lassen. Was glaubt ihr, kommt wohl als nächstes? Dankeschön. Sehr verehrtes Publikum in Dortmund und im Stream, die zweite Starterin am heutigen Abend, Sabrina Patsch. Nochmal großen Applaus. Auch zu Hause. Ich hoffe einfach, dass irgendwo Leute zu Hause sitzen in Berlin und das Fenster jetzt aufreißen und einfach rufen, ja! Das ist Berlin bestimmt. Entweder feuern sie dich an oder sie sind wütend oder beides. Sie feuern dich wütend an. Gibt ja Superpositionen in der Physik, die können auch beides sein. Okay, wütend und wütend anfeuernd. Und glücklich, ja. Wütend und glücklich. Ja. Du hast es jetzt geschafft. Auch im Vorgespräch fand eine Sache interessant, eine Frage, die wir gestellt haben, war auch so ein bisschen, was so alternative Berufswünsche wären, wenn ihr denn nicht jetzt in der Wissenschaft aktiv wärt. Ich habe es ja gesagt, du bist kurz vor dem Abschluss deiner Doktorarbeit, aber du hast ja auch einen Wissenschaftsblog und du stehst jetzt ja auch hier als Slammerin und kommunizierst deine Erkenntnisse. Bist du nicht quasi jetzt auch schon eine Journalistin, also quasi dein alternativer Berufswunsch, hast du den nicht jetzt schon verbunden mit deinem Job als Wissenschaftlerin? Bist du schon eine Brückenbauerin? Also ich würde mich jetzt auch nicht selbstbewusst hinstellen und sagen, ich bin eine Journalistin, aber tatsächlich, ja, ich möchte tatsächlich gerne wahrscheinlich Wissenschaftsjournalistin werden. Und da ist es natürlich dann auch kein Zufall, dass ich sowas mache wie Science Slam und den Blog. Und dann tastet man sich schon mal so ganz langsam ran. Das ist schon auch meine Idee so ein bisschen, ja. Wie heißt denn der Blog, wenn man jetzt gleich Second Screen mäßig? Jetzt natürlich nicht, das ist Finale, da muss man aufpassen. Aber wenn man später dann was darüber lesen will, wie heißt der? Der Blog heißt Physicus Minimus. Also da geht es um kleine Teilchen und kleine Physiker, deswegen das Minimus. Also gerne mal vorbeischauen. Cool. Macht euch eine mentale Notiz zur zweiten Starterin im heutigen Abend. Das war sie für euch. Sabrina Patsch, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Genau, ne, ihr zu Hause, konntet jetzt schon zwei Vorträge miteinander vergleichen. Das heißt, jetzt könnt ihr langsam anfangen, ein Ranking zu erstellen. Macht euch einfach eine kleine mentale Excel-Liste auf in eurem Kopf oder Open Office, was auch immer ihr benutzt in eurem Gehirn. Und jetzt könnt ihr da Zeile für Zeile hinzufügen und sortieren.
Der dritte Start am heutigen Abend, unser Quotenmann, ausnahmsweise mal andersrum jetzt, diesmal beim Science Slam. Aber das will ich auch gar nicht so sagen. Es ist einfach der dritte Start am heutigen Abend. Und da geht es eigentlich schon so ein bisschen um das Thema, was er aufgreift. Er ist nämlich eigentlich Literaturdidaktiker und Germanist, aber er hat ein Thema dabei, was gesellschaftlich auch mal für Wellen sorgt. Mal schauen, wie das heute Abend ist. Hier ist für euch aus Braunschweig Thomas Kronschläger, meine Damen und Herren. Viel Spaß mit dem dritten Starter. Verehrtes Auditorium, hier in der Halle harrend, draußen in den endlosen Weiten des World Wide Web weilend. Mein Name ist Thomas Kronschläger und ich bin Germanist. Ich darf Ihnen einen Ansatz präsentieren, denn auch wenn man es kaum mehr hört, ich komme ursprünglich aus Wien und aus Wien bringe ich Ihnen einen Ansatz mit, und zwar das Entgendern nach Fettberg. Das Entgendern nach Fettberg ist eine kurze, auch mündlich einfach verwendbare Form der geschlechtsneutralen Sprache, die ich dann zur Anwendung bringe, wenn ich das Geschlecht einer Person nicht kenne oder das Geschlecht einer Person für eine bestimmte Kommunikationssituation gerade nicht relevant ist. Und wenn ich das erkläre oder aber wenn ich sage, dass ich mich mit der Versprachlichung von Geschlecht auseinandersetze, dann erhalte ich häufig diese Reaktion: Oh Mann. Jetzt ist es meine Angewohnheit zu sehen, was in den Wörtern drinnen steckt. Und Mann kann ich doch auch als ein Akronym verstehen. Ich kann es doch lesen als männlich, als nominale Norm. Und das würde nichts anderes bedeuten als das sogenannte generische Maskulinum. Das sogenannte generische Maskulinum wäre eine wunderbare Erfindung der deutschen Sprache, denn die würde es uns erlauben, über eine Person zu sprechen und dieser Person ein männliches Geschlecht anzukategorisieren oder eben auch nicht. Das heißt, das Wort Fahrer kann bedeuten, es ist ein Mensch lenkt einen Wagen und ich kenne das Geschlecht dieser Person nicht, oder ein Mensch lenkt einen Wagen und ich sage damit, es ist ein Mann. Das wäre eine wunderbare Erfindung, doch leider funktioniert das in ganz vielen Fällen nicht. Einen Versuchsaufbau können Sie jederzeit selbst wiederholen. Und zwar würde ich Sie einladen, bitten Sie eine bestimmte Anzahl von Personen, sagen wir 12, um Folgendes. Nennen Sie mir Ihre 3 Lieblingsschauspieler. Und dann gehen Sie zu anderen 12 Personen und bitten Sie um dasselbe, nur leicht verändert. Nennen Sie mir Ihre 3 Lieblingsschauspielerinnen und Lieblingsschauspieler. Und dann vergleichen Sie die Ergebnisse. Sie werden sich immer signifikant unterscheiden. Denn was wird passieren? Im zweiten Fall werden Sie immer mehr weibliche Personen genannt finden. Denn was haben Sie hier gemacht? Sie haben auch explizit danach gefragt. Und zwar haben Sie hier gegendert. Sie haben die Frauen nicht nur mit gemeint, sondern auch mit genannt. Das ist das Gendern. Jetzt ist es aber so, dass wir das schon lange wissen, das deutsche Bundesverfassungsgericht immerhin seit 4 Jahren, dass wir es mit wesentlich mehr als 2 Geschlechtern zu tun haben. Und das stellt uns vor die Frage, wie wir das nun versprachlichen wollen. Und es gibt einige Beispiele oder einige Vorschläge dafür, viele davon kennen Sie sicherlich. Zum Beispiel den statischen Unterstrich, Klang gleich mit der Sternchenform 2 oder mit dem Doppelpunkt. Da haben wir dann im Substantiv Singular Fahrerin, im Plural Fahrerinnen, mit dem Personalpronomen Sie, Er, mit dem Possessivpronomen Ihr, Seine und dem Fragepronomen Welche. Dann gibt es die Sternchenform 1. Etwas weniger bekannt, hier hätten wir Fahrstern, im Plural Fahrstern, Stern, mit dem Personalpronomen Stern, dem Possessivpronomen Sterns und dem Fragepronomen We-Stern. Für all diejenigen, die die Sonderzeichen auf der Tastatur nicht finden können oder wollen, haben wir dann auch noch die X-Form. Da hätten wir dann Fahrix mit dem Plural Fahrixes, mit dem Personalpronomen X, dem Possessivpronomen Xes und dem Fragepronomen Wex. All diese Formen haben eines gemein, sie sind ganz gut überlegt und auch durchaus sinnvoll, nur in der mündlichen Kommunikation perlen sie beim Parlieren nicht ganz so leicht von der Zunge. Und dafür bringe ich Ihnen das Entgendern nach Fettberg. Das Entgendern nach Fettberg ist eine Form, die wird seit 1992 kontinuierlich angewandt. Und zwar von Hermes Fettberg, einem Wiener Aktionskünstler und Kolumnist, in seiner Kolumne Fettbergs Predigtdienst in der Wiener Stadtzeitung Falter. Da ist es mir mal aufgefallen, dann habe ich mir gedacht,
das muss ich mir genauer ansehen. Das heißt, ich habe einen Korpus erstellt aus 18 Jahren Kolumnen, das sind in etwa 800 Schriftseiten. Dann habe ich die alle durchsucht und durchforscht und habe 423 unterschiedliche Lemmata belegt gefunden. Das bedeutet 423 unterschiedliche Wörter. Als nächstes natürlich habe ich dann das analysiert und systematisiert und bin zu der Erkenntnis gekommen, es ist wirklich so einfach, wie es sich anhört. Und zwar so. Der Leser oder die Leserin, das Lesi, im Plural, die Lesis. So einfach kann ich das leider nicht stehen lassen, denn wie Sie sicherlich schon erkannt haben, handelt es sich hierbei um eine Homomorphisierung der Endungen unter konsequenter Verwendung des Genus Neutrum, im Singular also Wortstamm plus Y, im Plural Wortstamm plus Y plus S. Und damit Sie das alle auch sofort verwenden können, wenn Sie das wollen, ein paar mehr Beispiele. Raucher in. Das Rauchi, im Plural die Rauchis. Arzt, Ärztin. Das Arzti, im Plural die Ärztis. Und wenn ich Sie noch nicht überzeugt habe, wären Sie eine Kritikerin. Das Kritiki, im Plural die Kritikis. Und nun in alter germanistischer Tradition im ganzen Satz. Und wir bemühen uns immer, möglichst sinnfreie Beispielsätze zu finden. Ich habe mir eine ganz kurze Minimalgeschichte überlegt. Ich mache das an mehreren Formen, gehe ich das durch. Zunächst also mit dem Unterstrich. Die Einbrecherin hat ihr sein Werkzeug in der Bibliothek vergessen. Ein Polizistin nimmt sie ihn daraufhin fest. Dadurch befreite die der Beamtin, die den Täterin aus den Klauen der des wütenden Bibliothekarin. Sternform 1. Der Stern, ein Brechstern, hat Sterns Werkzeug in der Bibliothek vergessen. E-Stern, Polizist-Stern, nimmt Stern daraufhin fest. Dadurch befreit der Stern, Beamt-Stern, der Stern, Tät-Stern aus den Klauen des Stern, wütenden Bibliothekar-Sterns. Oder entgendert nach Fetzberg. Das Einbrecher hat sein Werkzeug in der Bibliothek vergessen. Ein Polizist nimmt es daraufhin fest. Dadurch befreit er das Beamte, das Täti aus den Klauen des wütenden Bibliothekaris. Was habe ich Ihnen gezeigt? Das Entgendern nach Fettberg ist eine kurze, auch mündlich einfach verwendbare Form der geschlechtsneutralen Sprache, die ich dann anwenden kann, wenn ich das Geschlecht einer Person nicht kenne oder das Geschlecht einer Person für die Kommunikationssituation gerade nicht relevant ist. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen, verehrte Zuschauer und Zuhörer, für Ihre geneigte Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Verehrte Zuschauer, vielen Dank. Das war der dritte Start am heutigen Abend. Thomas Grundschläger, meine Damen und Herren. Nochmal Applaus, bitte. Für diese Veranschaulichung. Es ist wirklich so einfach. Also wendest du es auch schon an im Alltag? Durchgehend, tatsächlich. Durchgehend, tatsächlich. Ja. Also wie schnell ruft man sich da ein? Sehr schnell. Also ich glaube, das ist was man wirklich in 30 Sekunden lernen kann. Also diese 8 Minuten Slam sind fast zu lang. Ja, du hast auch nur 6,5 Minuten gebraucht. Das ist sehr vorbildlich. Genau. Man nennt es, glaube ich, also es klingt ein bisschen nach Schweizerdeutsch, kann man auch so sagen. Aber es klingt einfach und es klingt nett und wir lachen ein bisschen. Aber dein Beitrag hat tatsächlich, dein Video von diesem Slam ist im Frühjahr, glaube ich, mal online gegangen und hat so ein bisschen Wellen geschlagen, vor allem bei den Gegnis. Bei den Gegnis, ne? Ja. Hast du viel Hass dann abbekommen dafür? Naja, also ganz so viel ist es sicherlich nicht. Also das hätte alles schlimmer sein können. Aber ich sammle seitdem Epitheta Ornantia, also schmückende Beiwörter. Das ist etwas, was ich seitdem jetzt in einer Liste sammle. Da gibt es ganz Kreatives. Wie heißt das Fachwort? Epitheta Ornantia. Okay, sehr gut. Ach, dann klingt das schon nicht mehr wie Hate Speech. Dann klingt es nicht mehr wie Hate Speech, nicht. Genau. Macht bitte auch eine mentale Notiz für den dritten Starter des heutigen Abends und vor allen Dingen nochmal einen großen Applaus für Thomas Kronschläger, meine Damen und Herren. Vielen Dank, liebe Zuschauer. Die Aufgabe eines Science Slams oder vom Science Slam Format ist es ja, spannende wissenschaftliche Erkenntnisse zu vermitteln und das auch möglichst unterhaltsam. Aber nicht erst seit Corona, sondern seit geraumer Zeit haben sich sogenannte alternative Fakten, nicht nur im Internet, sondern in der Gesellschaft, breit gemacht. Und mit diesem pseudowissenschaftlichen Unfug aufzuräumen, also das hat sich zur Aufgabe gemacht, haben die Science Corps von Quark sich zur Aufgabe gemacht. Also quasi
diese alternativen Fakten, diesen Unfug, der sich Wissenschaft schimpft, aufzudecken. Und das tun die beiden Science Corps, namentlich Maximilian Döckel und Jonathan Focke, in ihrem wunderbaren Podcast, den ihr auch über quarks.de gerne abrufen könnt. Sie decken also auf, was nicht länger als Wissenschaft durchgehen darf. Sie haben quasi die Lizenz zum Besserwissen. Und wir sind sehr froh, dass Quarks als Partner heute hier dabei ist bei diesem Slam. Dadurch können wir ja gerade auch streamen. Und deswegen schalten wir jetzt auch mal rüber zu den beiden Science Corps nach Köln ins Quarks Hauptquartier. Mal gucken, was die beiden gerade so machen. Hallo Jonathan und Max. Hi Rainer. Yo, wir sind die Quarks Science Corps und während ihr euch mit richtiger Wissenschaft beschäftigt, ja, werden wir immer dann aktiv, wenn Wissenschaft so richtig ordentlich in den Dreck gezogen wird. Wir haben auch ein sehr schönes Beispiel für euch. Vielleicht kennt ihr MMS, Miracle Mineral Supplement. Soll angeblich gegen alles helfen, so ein richtiges Wundermittel und natürlich auch gegen Corona. In Wirklichkeit handelt es sich um Natriumchlorid, also mit T am Ende, Salzsäure und, naja, wenn man die beiden Substanzen mischt, dann kommt dabei Chlordioxid raus. Und das ist nichts anderes als ein Chlorbleichmittel. Und es klingt irgendwie nicht so richtig schlau, das zu trinken, oder? Ja, das denkt ihr jetzt auch nur, denn es gibt laut MMS-Fans ja wirklich gute Studien dazu. Und was haben die gemacht? Naja, die haben Virenkulturen in Petrischalen angezüchtet, dann Chlorbleichmittel draufgekippt und zack, die Viren waren kaputt. Also ist doch logisch, das scheint einwandfrei zu wirken. Tja, der eine oder andere von euch fängt jetzt vielleicht schon innerlich an zu weinen, aber wir haben mal ein kleines Experiment gemacht, um zu zeigen, wie dumm diese Argumentation ist. Ja, ich nehme jetzt hier diese Petrischale, dann kommt da ein bisschen Virus rein. So. Dann gebe ich da Spiritus drauf. Oh, und dann zünde ich das an. Puff. Ergebnis? Überraschung. Die Viren sind auch hier sehr wahrscheinlich kaputt. Ist das jetzt der Beweis dafür, dass wir alle Spiritus trinken sollten und uns ein Feuerzeug hinterherwerfen, um Corona loszuwerden? Vielleicht besser nicht. Im Science Corps Podcast schauen wir genau auf solche logischen Fehlschlüsse und wir erklären, was an den Thesen von den Schwurblern, von den Querdenkern und den Klimawandelleugnern wirklich dran ist. Kleiner Spoiler, meist nicht so richtig viel. Nee. Wir würden uns freuen, wenn ihr mal reinhört. So, und jetzt wieder zurück zur richtigen Wissenschaft. Viel Spaß euch allen und vor allem viel Glück allen Teilnehmenden. Schöne Grüße aus dem Quarks Police Department. Danke und schöne Grüße zurück an die Science Corps. Danke, Jonathan und Max. So, nach diesem Grußwort der Science-Polizei geht's jetzt zurück in den Wettbewerb. Ich erinnere euch nochmal an die drei Menschen, die wir bereits gehört haben. Sophie Erhardt auf Platz 1, danach Sabrina Patsch und eben noch vielleicht im Ohr Thomas Kronschläger waren die ersten drei Starter am heutigen Abend. Das heißt, zwei Menschen haben jetzt noch die Möglichkeit, sich an die Spitze eurer kleinen internen Hierarchie zu slammen. Zwei Slammies sozusagen. Und das nächste Slammy, das hier auf die Bühne kommen wird, ist Biologin und sie kommt aus Essen. Janine Meuer, meine Damen und Herren. In ihrem Vortrag geht es um eine noch viel zu unbekannte Erkrankung, die definitiv mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Macht auch einen großen Finalistinnenapplaus für Janine Meuer, meine Damen und Herren. Mensch, hört ihr mich? Super. Ich freue mich unheimlich, dass ich heute hier stehen darf. Auch nach den anfänglichen Schwierigkeiten darf ich euch über mein spannendes Doktorthema etwas erzählen, nämlich der Kampf gegen die Endometriose. Endometriose ist eine gynäkologische Erkrankung. Das heißt also, wir werden in den nächsten Minuten über den weiblichen Reproduktionstrakt sprechen. Ja, liebe Männer, es wird um die Gebärmutter gehen, genauer gesagt um die Schleimhaut der Gebärmutter. Und ihr werdet es schaffen, ganz klar. Ich habe hier mal so eine Gebärmutter mitgebracht. So sieht die normalerweise aus, immer ganz fröhlich und glücklich drauf. Und wie alle wissen sollten, einmal im Monat wird bei der Frau die Schleimhaut der Gebärmutter über die Menstruationsblutung abgestoßen. Was aber tatsächlich die wenigsten wissen, ist, dass diese Schleimhaut auch über die Eileiter in die Bauchhülle der Frau gelangen kann und sich da an den naheliegenden Organen festsetzt, wie der Blase, dem Darm oder aber auch der Gebärmutter selber. Und da lässt sogar sie die Eierstöcke hängen. Und wenn man jetzt mal in die Bauchhülle einer solchen Frau hineinblickt, dann können wir hier richtig sehen, wie sich das Schleimhautgewebe da festsetzt. Die Schleimhaut der Gebärmutter heißt Endometrium. Aus diesem Grund heißt die Erkrankung Endometriose und die führt bei den betroffenen Frauen zu unfassbaren Schmerzen und damit natürlich Einschränkungen für ihr eigenes Leben.
Und wenn man jetzt denkt, ach Gottchen, betrifft nicht so viele. Es sind 10% der Frauen, die an dieser Erkrankung leiden. Und die Zuschauer mit dem Auge fürs Offensichtliche werden eines erkannt haben. Ich bin Harry Potter Fan. Aber was hat das jetzt damit zu tun? Wenn wir mal an diese Bösen denken, an diese Todesser, die sich überall infiltrieren und festsetzen, dann können wir doch nur ein Bild vor Augen haben, nämlich dieses hier. Diese Endometriosen, diese Todesser, die da festsitzen. Und leider ist es derzeit so, dass wir nicht so viele Behandlungsoptionen haben, um eben diese Todesser loszuwerden. Zum einen werden sie von den Ärzten rausgeschnitten. Oder die Frauen bekommen Hormontabletten. Das Problem aber bei diesen Behandlungsmöglichkeiten ist, die Todesser kommen immer wieder und damit verbunden natürlich auch die Schmerzen. Und deshalb möchte ich eben einen anderen Weg finden und das über das Auslösen der Dezidualisierung. Dezidualisierung klingt jetzt auch nach einem Wort, als hätte ich es erfunden und als wenn es was ganz Schwieriges sei, aber es gibt es wirklich und es ist unfassbar einfach. Die Dezidualisierung ist nichts anderes als eine Veränderung der Zellen. Und diese Veränderung findet mit jedem Monatszyklus statt. Ich habe das hier mal mitgebracht, der Monatszyklus, die Gebärmutterschleimhaut über diesen Monat hinweg. Und da haben wir eben diese Zellen, die sich sehr stark vermehren und unfassbar lebhaft sind. Und die werden zu Zellen, die anders aussehen und sich nicht mehr so stark vermehren. Und dieser Prozess heißt Dezidualisierung. Und im Zyklus regelt das das Hormon Progesteron. Und das passiert eben, um so ein ganz kuscheliges Kissen für einen möglichen Embryo zu machen. Und wenn es eben wenn keiner einzieht, dann sterben diese Zellen über die Menstruationsblutung ab. Das Problem aber in einigen Endometriose-Patienten, das Progesteron wirkt nicht richtig. Und damit können diese sich sehr viel vermehrenden Zellen in die Bauchhöhle der Frau gelangen und sich da eben wie Todesser festfressen. Und deshalb möchte ich die Dezidualisierung auslösen über einen anderen Signalweg. Und dafür benötige ich eine ganze Menge an Zellen, nämlich Zellen aus der Gebärmutterschleimhaut von Frauen. Die kann ich isolieren und kultivieren. Im Mikroskop sieht das Ganze ungefähr so aus. Ich sehe dabei so aus, wenn ich das Ganze mache, wenn ich meine kleine Uterusarmee heranziehe, immer auch Sicherheit ganz groß geschrieben bei mir im Labor, so kommt man in die Sicherheitsbelehrung des Institutes hinein. Jedenfalls hier kultiviere ich eben meine Zellen, diese Zellen, die sich sehr stark vermehren und aus denen möchte ich Zellen machen, die anders aussehen und sich nicht mehr so stark vermehren. Und um das zu erreichen, habe ich eben meine Zellen behandelt mit verschiedenen Substanzen. Nennen wir sie doch mal Hokus, Pokus und Philibus. Die haben auch alle einen wissenschaftlichen Namen, aber ich bin der Meinung, wir Wissenschaftler sollten die Dinge auch manchmal ganz einfach benennen. Und ich habe also meine Zellen jetzt mit diesen Substanzen behandelt und das hat nicht ganz so gut funktioniert. Einzeln haben die Substanzen einfach nicht das gemacht, was sie machen sollen. Ist für mich als junge Wissenschaftler natürlich nicht genug. Ich möchte was erreichen, auch in meiner Doktorarbeit. Ich möchte was haben. Und habe ich mir gedacht, Mensch, was kannst du jetzt als nächstes tun? Und dann hatte ich eine geniale Idee. Einfach, aber doch genial. Ich habe ein Gebräu hergestellt aus allen drei Substanzen und damit meine Zellen behandelt. Und das hat jetzt super funktioniert. Die Zellen haben genau das gemacht, was sie machen sollen, was ich selbstverständlich immer erwartet habe. Und dabei habe ich sie nicht nur ganz oberflächlich in der Mikroskopie betrachtet. Nein, ich habe auf die inneren Werte geguckt, denn aufs Innere kommt es an. Ich habe chemische Analysen durchgeführt, auf regulierte Gene geguckt. Und da habe ich rausgefunden, super, das hat jetzt funktioniert. Ich habe was gefunden, mit dem kann ich weiterarbeiten. Nun ist es aber so, wir befinden uns hierbei ja noch in diesen Zellflaschen, wie ihr sie eben auf dem Foto gesehen habt. Und es kann sein, dass das so in einem lebenden Organismus nicht ganz so gut funktioniert. Deshalb, man muss es auch in einem lebenden Organismus beweisen. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, woran teste ich das jetzt? Und als allererstes fiel mir die Hündin vom Institutsleiter ein, die Baroness Wilmer, wie sie hier so schön auf ihrem Chefsesselchen thront. Gut, da durfte ich mir gleich vom Institutsleiter anhören, was willst du machen? Nicht meine Baroness, sie hat einen Instagram-Account. Ja, den hat sie wirklich und ja, er postet regelmäßig. Klar, und dann werde ich auch meine Anstellung in der Anatomie los. Ich hätte keine Doktorarbeit mehr, kein Geld, kein Dach über dem Kopf. Gut, kann ich nicht machen. Und mein Hamster Newton Artemis Fidus Scamander, benannt nach dem großen Magizologen des 20. Jahrhunderts, ja, der eignet sich dafür auch nicht ganz.
Aber das Ganze muss überprüft werden und da habe ich an die in der Wissenschaft viel verwendeten Maus gedacht. Diese Maus assistiert uns nun als ein Modell für die Frau und wir transplantieren Gebärmutterschleimhaut der Frau in die Bauchhöhle der Maus hinein, um somit eine Endometriose zu erzeugen. Und dann bekommen diese Mäuse meine Zaubermischung. Und ich hoffe somit, die Dezidualisierung auslösen zu können, dass sich die Zellen verändern, nicht mehr so stark vermehren und später absterben. Und ich habe diese Experimente auch bereits alle gemacht und bin derzeit am einfachsten Teil einer Doktorarbeit, nämlich dem Strukturieren, Analysieren, Interpretieren sowie dem Schreiben der gesamten Doktorarbeit. Schlichtweg, ich befinde mich im Stadium der Prokrastination. Und habe es jetzt aus Versehen auch noch laut gesagt. Aber gut, so ist das eben. Damit ich aber wirklich nicht aufhöre und aufgebe, habe ich hier meine zauberhafte Doktormutter im Hintergrund, die mich immer wieder dazu unterstützt und antreibt, dass ich auch wirklich nicht aufgebe und ab und zu mal so Sachen sage wie, das machst du jetzt nochmal fix, mach das nochmal fix. Klar, hat sie eine kurze Idee, die fix gehen soll, dann stolpere ich auch wieder schon ins nächste Experiment hinein. Aber auch wie hier mein kleines Vorbild es mir zeigt, man fällt hin, man steht auf, man macht weiter, man gibt einfach nicht auf. Das ist Wissenschaft. Ich hoffe, ihr konntet heute etwas daraus entnehmen. Wir haben hier auch heute nicht aufgegeben bei diesem Stream. Deswegen vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Dankeschön. Die vierte Starterin am heutigen Abend, Janine Meuer aus Essen, meine Damen und Herren. Liebe Zuschauis, der Hund hat wirklich einen Instagram-Account. Natürlich hat der einen Instagram-Account. Die kriegt auch jedes Jahr ein neues Halloween-Kostüm. Checkt es aus. Das kann man dann ja im Instagram-Account nachschauen. Ich glaube jetzt, die Leute werden da auch im Second Screen dann gleich mal reinschauen. Du hast auch geschrieben, das fand ich sehr interessant, ein alternativer Berufswunsch von dir wäre quasi gewesen, auch mit Menschen zusammenzuarbeiten und speziell in der Pflege, in der Altenpflege genau. Sogar. Das fand ich ganz interessant, weil gerade bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, bei Wissenschaftlis, denkt man ja, dass sie oft ganz alleine arbeiten und gar nicht so viel mit anderen zu tun haben wollen. Ja, das kenne ich ganz gut. Ich arbeite sehr gerne im Labor, auch alleine, so ohne Menschen, aber tatsächlich finde ich es unfassbar toll, mit alten Menschen zu arbeiten. Und das habe ich schon während der Schulzeit gemacht, nach der Schule, während des Studiums. Das wäre einfach ein Beruf, der so toll ist, wo man einfach so schöne Menschen kennenlernt und die geben einem unglaublich viel und vor allen Dingen, man lernt total Geschichte kennen. Die haben ja Dinge erlebt, die können wir ja gar nicht nachvollziehen. Das ist das Spannende daran und es macht immer wieder Spaß, denn sie sind dankbarer, als jeder andere Mensch es sein könnte. Oh, das ist wunderschön. Großen Applaus, meine Damen und Herren, nochmal für Janine Meuer. Danke für diese Worte, danke für deinen Beitrag. Danke. Und, liebe Zuschauer ist zu Hause, auch ihr, eine mentale Notiz, eine vierte Zeile in... Alles okay? Hier liegt hier und da ein Kabel rum, aber es ist okay. Eine mentale Notiz auch für den vierten Beitrag am heutigen Abend von Janine Meuer. Ich lege kurz diesen Presenter beiseite und wir machen uns bereit für die letzte Starterin am heutigen Abend. Ob es jetzt dramaturgisch gut oder schlecht ist, dass es im letzten Beitrag in diesem Finale nochmal um Mathematik geht, ja, ob da eure Kapazitäten im Gehirn jetzt noch ausreichen für, wie sie das vermittelt bekommen, das werden wir gleich herausfinden, aber ich kann euch beruhigen, es ist nicht nur Mathematik, es ist im Speziellen wohl Algebra. Also sind wir gespannt und machen nochmal einen Riesenapplaus für die letzte Starterin heutigen Abend. Hier ist für euch aus Tübingen Judith Alcock-Zeilinger. Viel Spaß! Oh, Dankeschön. So, grüß euch alle, mein Name, ich bin die Judy, jetzt höre ich heute irgendwas mit Gruppen. Aber keine Sorge, ich werde mich sehr bemühen, diesen Slam auf Hochdeutsch darzubieten und zur Not gibt es Untertitel, also wir schaffen das schon. Vor einiger Zeit waren meine Eltern und ich im Gasthaus und mein Vater reicht mir die Rechnung und sagt, geh Kind, rechne einmal aus, wie viel wir zahlen müssen. Darauf sage ich, Vater, ich bin Mathematiker, kein Buchhalter, ich kann leider wirklich nicht rechnen. Das stimmt ihn jetzt etwas verwirrt und er fragt, was tust du eigentlich? Darauf denke ich mir, jawohl, mein Moment ist gekommen, ich kann mein Wissen an die breiten Massen, also Mama, Papa, Kellnerin verbreiten und sage, Vati, ich beschäftige mich mit Symmetrien.
Nehmen wir zum Beispiel dieses Bierglas hier. Das ist symmetrisch unter Drehungen, in dem Sinne, dass wenn ich es drehe, die Form unverändert bleibt. Das gibt mir jetzt einen Hinweis darauf, dass ich Symmetrien auffassen sollte als Handlungen, die gewisse Aspekte eines Objekts unverändert lassen. Also in diesem Fall hier Drehungen lassen die Form unverändert. Und jetzt kann ich mir überlegen, welche Eigenschaften sollen denn diese Handlungen haben. Naja, zum einen, ich kann das Glas drehen und dann kann ich zurückdrehen. Also für jede Handlung gibt es eine Umkehrhandlung, die nennt man auch ein Inverses. Was kann ich noch machen? Ich kann das Glas drehen und dann ein Stück weiter drehen. Das ist das Gleiche, als wenn ich es von vornherein weiter gedreht hätte. Also es gibt eine Art Addition von Handlungen, das nennt man auch Abgeschlossenheit. Und das Letzte, es gibt die Handlung, die das ganze Objekt unverändert lässt, das wäre die Drehung um 0 Grad. Das weiß ich, habt ihr das gesehen? Und das nennt man auch die Identität. Und eine Ansammlung von Handlungen, die genau diese drei Aspekte erfüllt, nennt man jetzt eine Gruppe. So, eine Gruppe, die für mich besonders wichtig ist, ist die Gruppe der Vertauschungen, auch die Permutationsgruppe. Nehmen wir zum Beispiel diese drei Bällchen, die ihr hier seht, also rosa, grün, blau, und sagen wir, ich möchte die in allen möglichen Reihenfolgen anordnen. Weiß irgendjemand, wie viel es da gibt? Gut, 6 habe ich gehört, also das wären jetzt diese 6 Möglichkeiten. Und ich möchte die jetzt auffassen als Handlungen. Das heißt, ich gehe davon aus, ich habe eine ursprüngliche Ordnung gehabt, nämlich rosa, grün, blau, und vertausche dann die Bällchen so, wie es durch diese Pfeile dargestellt ist. Das wäre jetzt natürlich für einen Mathematiker viel zu anschaulich, also die Bällchen lassen wir wieder weg. Und diese Schreibweise der Vertauschungen nennt man tatsächlich Bird Tracks aus anatomisch offensichtlichen Gründen. Und eigentlich müsste ich mir jetzt überlegen, ob diese drei Eigenschaften, die wir vorher besprochen haben, gegeben sind. Ich hoffe, ihr glaubt es mir, wenn ich sage, es passt schon. Das Wichtigste an dieser Sache ist aber, es beschreibt eine Symmetrie. Das heißt, ich überlege mir, welches Objekt bleibt unter diesen Vertauschungen irgendwie gleich. Zu dem Zeitpunkt ziehe ich mir dann im Gasthaus dieses Dreieck zur Hand, das habe ich immer dabei, weil das ist so handlich, und überlege mir, was kann ich diesem Dreieck antun, um die Form unverändert zu lassen. Naja, zum einen, ich könnte es drehen, also so. Aber was ich eigentlich gemacht habe, ich habe Eck 1 auf Position 2, 2 auf 3 und 3 auf 1 befördert. Also das ist genau diese Vertauschung, die ihr da jetzt rechts oben seht. Was kann ich noch machen? Ich kann zum Beispiel spiegeln um diese Achse hier. Und dann habe ich genau Eck 2 und 3 vertauscht. Also ich hoffe, ich habe euch jetzt überzeugt, dass diese Permutationsgruppe genau die Symmetrien dieses Dreiecks darstellen. Also um nochmal zusammenzufassen, wir haben angefangen mit einem sehr abstrakten Objekt, nämlich der Gruppe der Vertauschungen, und haben das auf ein konkretes Objekt zurückgeführt, nämlich genau dieses Dreieck, dessen Symmetrien das sind. Und das ist irgendwie voll geil. Der Vati schmunzelt auch so, als wenn er sich denkt, ja, kann man verstehen. Wie geht's euch? Ähnlich? Ah, okay, sehr schön. Genießt das Gefühl, solange es noch anhält. Denn es gibt auch andere Gruppen. Eine solche Klasse von Gruppen wäre die Klasse SON, heißt einfach so. Und die habe ich jetzt dargestellt als diesen unförmigen, halbdurchsichtigen Block, weil es ist jetzt wirklich kein einfaches Objekt. Und um dieses Objekt jetzt zu erforschen, bediene ich mich eines Tricks. Und zwar, ich erforsche nicht die Gruppe selbst, sondern die Darstellung. Das kann man sich vorstellen wie so einen Schatten. Und dieser Schatten besteht jetzt aus helleren und dunkleren Flecken, nennt man auch irreduzible Darstellungen. Und der Vorteil davon ist, dass ich einiges schon mal von vornherein über diesen Schatten, also diese Darstellungen, weiß. Und zwar, ich weiß, wie groß der ist und ich weiß, wie viele hellere und dunklere Flecken, also irreduzible Darstellungen, da drin sind. Das weiß ich, weil ich die Hintergrundtheorie kenne, die ich wiederum in diesen Büchern gelesen habe, ist jetzt aber nicht wichtig. Das Wichtige ist, ich weiß, dass es diese helleren, dunkleren Flecken gibt, aber ich weiß nicht, wie die angeordnet sind. Und es liegt jetzt an mir, diese Flecken richtig anzuordnen, um dann diesen Darstellung, also diesen Schatten zu rekonstruieren. Kann man sich auch vorstellen wie so ein Puzzlespiel. Na, da habe ich auch verschiedene Teile vor mir und ich muss die halt richtig anordnen, um dann das fertige Bild zu haben. So, wenn ich jetzt aber natürlich sehr viele Teile habe, dann wird das Ganze unglaublich mühsam und dann mache ich, was so ziemlich jeder machen würde, und zwar, ich spicke mal auf den Deckel, wo das Bild drauf ist, und das gibt mir dann jetzt so einen Hinweis, wo diese Teilchen hin müssten. Also dieser Deckel dient quasi als Wegweiser. Und was ich in meiner Doktorarbeit gemacht habe, ich habe mir wiederum diese Gruppe SON herausgenommen, habe mir die eindimensionalen Darstellungen, also die kleinsten dieser Teilchen, rausgepickt und habe Wegweiser zu denen gefunden. Die nennt man auch Singlets. Wie habe ich das gemacht? Es stellt sich heraus, es gibt einen engen Zusammenhang aus der Gruppe SON und dieser Gruppe der Vertauschungen, die wir vorher schon gehabt haben.
warum das so ist, kann man auch in diesen Büchern nachlesen, ist jetzt aber nicht weiter wichtig. Es gibt halt diesen Zusammenhang, dann kann man noch diese zusätzliche Notation mit den weißen und schwarzen Kästchen hinzufügen und dann kann man diese Singlet-Projektoren so hinschreiben, wie auf dieser Matrix dargestellt. So, wie geht's euch jetzt? Ungefähr so. Und ich nehme mal an, ihr habt eine ähnliche Frage wie mein Vater, und zwar, für was braucht man das? Also, meine Mathematik hat jetzt keine direkte Anwendung im Leben meines Vaters, aber wenn er fragt, dann sage ich es ihm auch und sage, Vati, du kennst ja den Teilchenbeschleuniger in der Schweiz. An diesem Teilchenbeschleuniger werden Atomkerne aufeinandergeprallt. Diese Atomkerne befinden sich in der Vorderkollision in einem Zustand, der sich Kaller-Klaas-Koenigsegg nennt und deren Energievariation wird von der Jimbo-Gleichung beschrieben. Das W steht übrigens für Professor Weiger, das ist, wie du weißt, mein Doktorvater. Dieses Kaller-Klaas-Koenigsegg besteht aus fundamentalen Teilchen, hauptsächlich Lohner, aber auch Quarks und Antiquarks und diese tragen Farbladungen. Aufgrund von Kaller-Klaas-Feynman befinden sich diese im farbneutralen Zustand, was mathematisch so bedeutet, dass diese Zustände auf die eine Dimension darstellen und der Eichgruppe der Quantenchromodynamik projizieren muss. Dafür brauche ich genau die Singlet-Projektoren, für dessen Konstruktion ich meine Doktorarbeit an einem gefunden habe. Aber für mich ist die letztendliche Anwendung gar nicht so wichtig, denn der Weg ist das Ziel. An dem Moment komme ich mir jetzt wirklich richtig gut vor. Der Vati ist jetzt weniger begeistert und er fasst zusammen. Also sie zeichnet Linien und Kastel. Sie hat nicht wirklich einen Grund dafür, für was haben wir es eigentlich studieren lassen. Aber die Mama hat es begriffen. Die Mama sagt, ich weiß wofür. Kannst du dich noch an dieses schöne Musterl erinnern, das sie vorher gezeichnet hat? Das passt doch super für Polster, für Tischdecken und auch für Dirndlschürzen. Und in dieser Dirndlschürze habe ich auch ganz stolz promoviert. Also ich hoffe, ihr habt einiges gelernt. Und zwar, dass man Objekte super anhand ihrer Symmetrieeigenschaften erforschen kann, dass diese mathematisch durch Gruppen dargestellt werden und dass manchmal das Endergebnis weniger wichtig ist, als dass man einfach nur einen Spaß an der Arbeit hat. Okay, Dankeschön. Oh, und Prost. Sehr verehrte Zuschauer, liebe Menschen im Stream hier in Dortmund, das war für euch die letzte Starterin heutigen Abend, Judith Alcock-Zeilinger, meine Damen und Herren. Nochmal großen Applaus, die letzte Starterin im Finale der Science-Meisterschaften 2021. Ah, wir müssen jetzt ein bisschen Platz aufräumen. Machen. Hier kommt gleich, ich kann jetzt schon mal ankündigen, dass es eine Planänderung gibt. Ich würde jetzt schon mal alles Slammies auffordern, sich bereit zu machen, gleich hier auf die Bühne zu kommen. Ich dir noch eine Frage stelle, die ich sehr interessant fand, weil du hast dir gewünscht, dass irgendwann mal auch ein Mathematiker oder eine Mathematikerin einen Nobelpreis gewinnt. Aha. Und ich dachte, ist das jetzt eine Kategorie, wo die immer leer ausgehen? Und das konnte ich mir gar nicht erklären, aber das wusste ich nicht. Das hast du mir eben gesagt, es gibt gar keinen Nobelpreis für Mathematik. Das ist richtig. Ist das wirklich so? Also es gibt tatsächlich keinen Nobelpreis für Mathematik, es gibt anstattdessen die Fields-Medaille. Aber es wäre doch einmal echt geil, wenn ein Mathematiker den Nobelpreis für Mathe bekommen würde. Da muss man, glaube ich, richtig, da muss man so eine neue Rechenart erfinden oder so. Genügt nicht. Okay, das da liegt wohl irgendwas im Argen, alles klar. Dann hoffen wir, dass du trotzdem auch ohne Nobelpreis die Mathematikwelt rockst in deinem Dirndl. Du kannst gerne noch mal kurz runtergehen. Mach nochmal einen großen Applaus für Judith Alcock-Zeilinger, meine Damen und Herren. So. Leute, was für ein Abend. Also es ist wirklich, es ist wild. Auch für mich ist es wirklich die 12. Stunde gerade hier für uns alle hinter den Kulissen. Wir waren online jetzt die ganze Zeit bei Quarks auf dem Kanal, aber es war mehr so ein bisschen wie ein Daumenkino. Es hat also mal ganz gut funktioniert und mal nicht so gut funktioniert. Und es ist, glaube ich, einfach nicht gerechtfertigt jetzt aufgrund dieser Sachlage, wenn die Leute quasi immer nur 5 Sekunden gehört haben und dann wieder 6 Minuten nichts und dann stand jemand im Dirndl da. Darauf kann man keine vernünftige Entscheidung basieren. Deswegen haben wir eine andere Entscheidung getroffen, die ich gleich jetzt hier verkünden werde. Und ich möchte jetzt aber erstmal, damit es zumindest schön aussieht, einmal nochmal unser gesamtes Line-Up des heutigen Abends unter tosendem Applaus auf die Bühne bitten. Das ist Sophie Erhardt, Sabrina Patsch, Thomas Kronschläger, Janine Meuer und Judith Alcock-Zeilinger. Euer Line-Up heutigen Abend, eure Finalistis. Genau, auf der Suche nach einem Scheiß vor unserer Zeit war der Titel von Sophie Erhardt. Danach habt ihr gehört Sabrina Patsch mit Wie ich Atome nach meiner Pfeife tanzen lasse. Thomas Kronschläger in der Mitte hatte den Beitrag Entgendern nach Fettberg. Janine Meuer
im... der Kampf gegen die Endometriose. Nein, ich wollte jetzt dein Haus vorher nochmal nennen, das im Gryffindor-Schal natürlich. Janine Moyers Kampf gegen die Endometriose war der vierte Beitrag am heutigen Abend und der letzte von Judith Alcock-Zeilinger. Irgendwas mit Gruppen. Die Preußenzunge ist nicht so gut dafür geeignet, das so auszusprechen. So, dieser Slam, diese ganze Videoaufzeichnung, die jetzt auf VHS gleich ins Amt für Digitalisierung nach Bad Wermelshausen geschickt, von Dr. René Regelwerk persönlich heute Nacht noch digitalisiert wird. Die einzelnen Dias werden abfotografiert mit dem iPhone und dann wird morgen ein Film zusammengeklebt, der nach Köln zum WDR gefahren wird, dann hochgeladen wird. Und dann ist das morgen Abend um 8 Uhr komplett nochmal online. Wir gehen mit dieser Veranstaltung morgen Abend um 20 Uhr nochmal online auf den Kanälen von science-slam.com und von quarks.de. Da kann man das dann in Super HD gucken. Vielleicht noch mit Audiokommentar von mir. Da werde ich dann sagen, hier bricht mir gerade das Herz an dieser Stelle oder sowas. Und ihr könnt nochmal in Ruhe das wirklich euch zu Gemüte führen und dann können morgen alle nochmal in Ruhe abstimmen. Ihr könnt nochmal alle Freunde motivieren und sagen, guckt euch das an. Von 20 bis 23 Uhr habt ihr dann morgen Abend Zeit, per Mentimeter abzustimmen. Dann geht ihr auf menti.com und dann wird hier unten ist eine Bauchbinde. Wenn ihr das jetzt gerade guckt, also ich bin noch in der Vergangenheit, ihr seid jetzt die Zukunftsleute, ihr seht das dann jetzt schon hier alles. Also ihr habt das in der Hand. Sozusagen. Ich fühle mich gerade wie Marty McFly so ein bisschen. Ja? Ich rede gerade mit dem Zukunfts-Ich. Wie findet ihr diese Idee? Ist das ein guter Plan, Leute? Ja? Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Den spannendsten Moment müssen wir jetzt auf morgen verschieben. Danke, dass ihr hier gewesen seid. Wir machen jetzt einfach, wir tun einfach so, als würden wir uns einfach jetzt schon freuen. Leute, es war ein geiler Abend. Ihr habt jetzt 3 Stunden Zeit abzustimmen, Zukunftsmenschen. Wir sind die Leute, die jetzt in der Gegenwart leben. Wir werden uns jetzt einfach so besaufen. I don't know. Hey, vielen Dank. Das war die Deutsche Science Slam Meisterschaft 2021. Mein Name ist Rainer Holl. Ich bin raus. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss. Slam!